Hallo Freunde, ich bin Lanwolf und willkommen bei World of Tanks. Tja Freunde, heute geht es um den Churchill 1 Tier 5 der Briten wieder. Gab's lange Zeit eigentlich nichts von dem mehr zu sehen. Aber heute habe ich zwei Matches. Es tut mir leid, bei dem zweiten Match wird so sein, dass ich ziemlich sauer auf das Team war. Und bei dem ersten genauso. Es geht darum, bei den ersten Match habe ich überlebt und allem drum und dran. Könnt ihr dann selbst sehen. Bei dem zweiten geht es darum, der ganze Team fast, also der ganze Heavies, waren tot. Ich war der einzige Heavy dann, der am Leben war. Und ich habe mich dann mit dem AT-2 eingelegt, also mit dem Britenjagdpanzer der Tier 5er. Ich habe um die Hilfe gebeten, die haben zwar geantwortet, ja, wir helfen, aber haben dann weiterhin auf den Base gestanden und hat keiner geholfen. Ja, am Ende kam so, wie es kommen sollte, überhaupt nicht. Also da müsst ihr euch mal ganz genau mal angucken, was da kam. Denn da gab es eigentlich eine witzige Situation und ja, ich war dann sehr sauer. Ich habe dann geschrieben, thanks for the help. Mir wurde geantwortet, ja, no problem. Ja, die haben angeblich geholfen. Ich habe dann gesagt, ja, ihr wisst schon, was ich immer schreibe. Denn da sind jetzt keine Heavys mehr da. Also nur Jagdpanzer gewesen. Es gab aber bei den Gegnern noch den Churchill 3, glaube ich, heißt der Prem Tank. Und am Ende haben wir gesiegt, halt ohne mich, also ich war dann draufgegangen. Was mich wütend macht, wenn du Hilfe brauchst, da hilft dir zurzeit kein Team mehr. Also da bekommst du keine Hilfe. Die Frage ist folgendes, ist dieses Spiel noch Teamspiel? Also World of Tanks, ist World of Tanks jetzt Teamspiel oder ist da jetzt jeder für sich? Ja, aber das ist halt nicht der Grund, wieso ich euch Churchill 1 zeige. Der Grund ist folgende, demnächst geht er. Also der Churchill 1 geht demnächst. Natürlich, diese 3000 dürft ihr nicht zählen, die oberen nehme ich nicht. Das heißt noch 10.000, dann geht er, dann habe ich den Churchill 7 endlich freigespielt. Also was heißt endlich? Ich habe zuerst halt den Jagdpanzer freigespielt und jetzt will ich den Churchill 7. Und dann halt weiter. Ich habe mich doch entschlossen, auf der Schwer Tanks auch der Briten umzusteigen. Ja Freunde, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich ausraste, aber ab und zu mal denkst du an eine Sache, ist dieses Spiel Teamspiel oder ist dieses Spiel jetzt nur noch jeder für sich? Also, und gib ihn derjenige, der einen Clan hat oder Zug hat, die gewinnen und die alleine spielen sind halt die Leute, die am Ende auf sich allein gestellt sind. Ja Freunde, ich hoffe, diese Matches werden euch trotzdem gefallen, trotz dieser Ausraster, aber wie gesagt, ich habe einfach, bei mir hat's Klick gemacht. Ich bin halt nicht derjenige, der zurückhaltend ist, ich sag, was ich denke. So, jetzt aber zu den Matchen. Wie gesagt, gibt's zwei davon. Und das ist jetzt der Verabschiedungsmatch. Das bedeutet, von Churchill 1 kommt keine Match mehr. Diese Match ist eine Verabschiedungsmatch von Churchill 1. Also, ich sag nur, Film ab. Willkommen zum Tier 5er Match. Ich bin mit den Churchill 1 unterwegs. Wir haben hier eine Art hier neue Map. Ja, mal gucken, was wir hier so machen können.
Die neue Map, da kann man einfach nicht kappen. So, da sind viel zu viele Berge und so weiter. Deswegen fahre ich in Angriff. Nun braucht, ich bin einer der Tops. Wenn ich da jetzt kappe, ist es. Ich hasse diese Berge und Hügel und was weiß ich was nicht alle. So nicht. Ich glaube, unsere Base ist nicht gerade gut geschützt. Ich fahre dann zurück. Denn unser Biss ist nicht gut geschützt. Fahren wir mal zurück. Denen helfen und dann in Angriff gehen. Da sind Tier 3er, Tier 4er, die Biss halten. Was können wir denn gegen KV-1 ausrichten oder... Juhu! Ey, das ist nicht gut. Weiter geht's. Elektro ist doch Panzerjäger. Jawohl. Och ne. So, Gold rein. Ich sehe da AT2. Der härteste Jagdpanzer, Tier 5er. Mal gucken, vielleicht. Der Match ist sehr hart, wenn jetzt die Jungs sich schenken, dann haben wir verloren. Nur noch ein AT bleibt hier. Wow, er wollte mich wirklich einschießen. Hilfe. Knallt ihn von der Seite an. Churchill 3. unsere Top Franzose ist draufgegangen. Heavy ist draufgegangen. Gott. Ich glaube, dieser Match wird sehr hart.
Au, oh, und er hat mich auch erwischt. So, Freunde, der Rest macht hier. Campus. Bitte 7, was macht der da hinten? Der ist der schnellste Panzer überhaupt in den kleinen Tierstufen. Und der steht da rum. Der auf K oder was, dieser Vollpfosten? So, Freunde, so viel von diesem Match mit dem Churchill 1. Vielen Dank fürs Zuschauen und es tut mir leid, dass ich ein bisschen gemein zu dem Team war, aber es war wirklich so, dass die da gekämpft haben und ich da gegen AT2 antreten musste. Ja, von dem Team gibt es keine Halt Hilfe und irgendwie alles scheiße. Zurzeit, also mit dem Teams. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Willkommen auf dem Severogorsk. Ich bin mit meinem Churchill 1 unterwegs. T5 und sehr viele Artis. Also 3 Artis, das habe ich seit langem nicht gesehen. Okay, vielleicht bei kleinen Stufen fahren noch manche, die Spaß daran haben, lange zu warten und dann erst zu schießen. Ich weiß es nicht, aber ehrlich, ich habe damit aufgehört. Irgendwie die ganzen neuen Maps, die sind so kacke, ich muss sagen, die sind wirklich sehr schlecht ausbalanciert. Irgendwie auf einer Seite ist es besser, auf der anderen kannst du kaum spielen und die sind wirklich sehr schlecht ausbalanciert. Da kann ich es echt kotzen, wenn ich das sehe. Zum Beispiel bei einem
bei einer Seite, bei der anderen Map gibt es da eine Stelle, wo man stehen kann, bei der anderen nicht so. Und so weiter, also irgendwie eine Art weniger. Kauf noch mal Hjälp, idiot! Så. Was macht ein Tier? Der ist irgendwo oben. Die Sau. Ganz im Kiel. Kill ihn doch. Kill ihn. Oh mein Gott, ein Tier. So, Freunde, ich weiß nicht, was unser M4 da gemacht hat, aber der ist ein Vollpfosten. Der hätte ihn killen können. Nein, der versteckt sich lieber mit vollem Leben. Ich hoffe, dieser Match wird euch gefallen.
So. Mal gucken. Jawohl, ich bin auf der ersten Stelle. Wer hat gedacht? Unser Empire, Vollidiot, gar keinen Schaden gemacht. Die Hälfte des Teams hat gar keinen Schaden gemacht. Und Hetzer und Crusader ist ein guter Tank. Da kann mir keiner was erzählen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.